und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und das ist fast so cringe wie in meinen alten Videos. Leute, ich habe mich wieder mit der Vergangenheit auseinandergesetzt. Meine Vergangenheit ist ja schrecklich, ne? Ja, es ist sogar teilweise schrecklich, wenn wir ehrlich sind, denn die Videos, die ich mir angeguckt habe, waren doppelt cringe. Ich cringe mich für so viele Videos. So viele Videos, die ich vielleicht aufgenommen habe, als ich 14, 15, 16 war. Da denke ich mir jetzt, Nicole, lass es. Jeder macht Fehler und es ist okay, ich komme damit klar. Ich werde die Videos niemals freiwillig offline nehmen. YouTube hat schon ein paar von meinen Videos offline genommen. Ich danke dir. Eigentlich aus Urheberrechtsgründen, aber war vielleicht auch vom Vorteil, war vielleicht so besser für uns alle. Aber um was handelt es sich jetzt in diesem Video? Ihr könnt es euch denken, meine alten Videos, worum geht's? Musical.ly Reaction. Dass wodurch so viele Menschen mich kennengelernt haben, wieso ich mich mittlerweile frage, nachdem ich jetzt die Videos wieder angeschaut habe, was ist euch eingefallen, mich aufgrund dieser Videos zu abonnieren? So eine cringe Person, ihr habt euch doch alle nur über mich lächerlich gemacht. Lächerlich gemacht? Lustig gemacht. Egal. Dadurch sind wir hier angekommen. Wir widmen uns aber nicht einfach so meinen TikToks, sondern oder Musical.lys von damals. Nein, wir wenden uns den Stars. Den Stars aus meinen Musical.ly Reactions, weil wie viele von euch das auch mitbekommen haben, ganz viele Leute, die in meinen Musical.ly Reactions erschienen sind und meistens auch auf den Thumbnails, die sind plötzlich danach durch die Decke gekommen, sind jetzt solche Stars, dass sie nicht mal mehr was mit mir zu tun haben wollen, dass sie mich teilweise auf Events nicht mal anschauen. Aber ist cool, alles chillig. Ich gönn's euch. For real so, ne? Also ich habe ja die meisten Leute, die auf meinen Thumbnails waren, immer so bis zum Abgrundtiefen irgendwie gelobt und das kommt von Fleiß und Arbeit. Ja. Und ich dachte, wir gucken uns das mal zusammen an, was aus den Leuten geworden ist. Tatsächlich hatte ich ein paar Leuten aus meinen Musical.ly Reactions so, ja, 2 Jahre später Kontakt, wenn ich die mal getroffen habe oder so. Tatsächlich dann auch irgendwann auf Events. Wer bei diesem cringen Zeug damals nicht mitgemacht hat und es nicht riskiert hat, dass ich cringe Person neben ihm aufgetaucht bin, Respekt an dich, du hast eine gute Entscheidung getroffen. An die anderen, ihr wart cool. Ich war einfach nur scheiße. Ich habe ein paar von den Videos geliked und ich würde sagen, wir gehen einfach mal durch, was mit den Videos passiert ist und was mit den Personen passiert ist. Die Leute sind halt jetzt wirklich mittlerweile sehr bekannt und ob das jetzt durch mich geschehen ist oder nicht oder ob ich einen Kick dazu gegeben habe oder nicht, ist scheißegal. Es geht einfach darum, wie fame die Leute sind, die in meinen Videos waren. Auch bin ich ja schon minimal stolz, dass so coole Personen in meinen Videos waren. Okay, wir fangen mit der ersten Person an, Leute. Eve. Wer kennt noch Eve? Das Titelbild lautete, ich bin verliebt. Und danach haben mich so viele mit ihm geschippt. Und das war einfach so funny irgendwie. Weil es war so ein Joke. Und er hat es auch als Joke aufgenommen. Und die ganze Menschheit hat es nicht als Joke aufgenommen. Das Video war vor 4 Jahren. Hat 817.000 Aufrufe. Jetzt gucken wir mal nach Eve. Ich schau mal auf Insta, weil TikTok juckt mich hier nicht. Er lebt noch. Er ist in einer glücklichen Beziehung. Wie es scheint, das hatte ich tatsächlich noch mitbekommen. Aber dann ist so irgendwie so halt verloren gegangen, der Kontakt und so. Das. Seine Tattoos, die kenne ich auch noch. Da sind, glaube ich, auch noch ein paar neue dazugekommen. Krass, aber er postet fast nichts mehr. Also so sau selten. 16. Februar, doch, er hat wieder was gepostet hier. Alter, was hat denn er? Ein Tattoo auf dem Rücken. Heftig. Heftig, sieht nice aus. Sieht echt nice aus. Er ist einfach eine Legende. Also auch in Real Life. Wir waren dann irgendwann zusammen auf einer Party. Er war so korrekt. Diese Party, die war so cool. Das hat so Spaß gemacht. Next one, direkt im nächsten TikTok-Reaction, Musical.ly-Reaction, kam Robert. Und er hatte so schöne Zähne. Und ich glaube, ich habe ihn damals so für seine Zähne und sein Lächeln so gelobt und so. Sein Musical.ly-Reaction-Video hat 303.000 Aufrufe, 13.000 Likes und die Kommentare sind deaktiviert. Ich habe sie nicht deaktiviert, das war dann anscheinend YouTube wegen Copyright. Ah ne, ich folge ihm immer noch, lol. Ist mir gar nicht aufgefallen. Er existiert auf Social Media mit 442.000 Followern auf Insta. Das sind mehr wie ich. Robert, eine Legende. Ich glaube, fast alle, die in meinen Videos sind, haben mich überall überholt, was Abonnenten angeht. Aber sei gegönnt. Also Robert ist auf jeden Fall ein Influencer, der am Start ist. Freut mich, was geht bei ihm so im Leben? Bisschen auf der Straße gammeln, paar Verlosungen. Ich spam jetzt ein paar Edits, die ich toll finde, könnt gerne anschauen. Ja, Robert ist glaube ich eh nicht so einer. Ich habe mal ein bisschen so regelmäßig eine Story verfolgt, der so viel aus seinem Leben mitnimmt. Ich kenne ihn ja durch seine Streams und so noch ein bisschen von bevor er so bekannt wurde. Alter, jetzt wird es hier so dunkel, wenn die Sonne weggeht. Was ist das? Auf jeden Fall war er davor schon eher so ein Gamer, so ein Zocker. Und ich glaube, er ist nie so ein Typ von so der krassen Aufmerksamkeit. Man findet ihn zwar sau sympathisch, weil er ist einfach sau sympathisch, lustig und direkt.
Ich glaube, er wird nie so jemand sein, der dir dein Frühstück zeigt und dein Abendessen, so wie ich. So jemand wird der nie sein. Er wird einfach so sein, er lebt sein Leben und nimmt die Leute mit. Finde ich sehr cool. Guck mal, richtige Meinung gebe ich jetzt über die Insta-Profile ab. Ja, wie gesagt, TikTok schaue ich gar nicht an, weil die App... Nee, hab ich gerade gar keinen Bock. Chill ich auch seit 2 Monaten, glaube ich, nicht mehr drauf. Next one war Laura Sophie und das war ich auf jeden Fall kein Startbrett für sie. Ich war damals sehr stolz, weil sie war eine der größten Musical.ly-Nutzer mit so Krone und so und boah, krass. Und ich war so stolz drauf, dass so eine Person für meine Musical.ly-Reactions sich beworben hat, dass ich sie direkt aufs Thumbnail packen musste. Das Video hat 381.000 Aufrufe, 20.000 Likes und Kommentare sind wieder deaktiviert. Ja, was soll ich sagen. Es war einfach, ich hab mich das so gefreut irgendwie, aber in dem Video habe ich trotzdem so oft professionell getan, so als wäre es halt so normal. Aber glaub mir, das war es nicht für mich. Ich war innerlich so, oh mein Gott, Laura Sophie hat einen TikTok für mich gemacht und mittlerweile kennen wir uns auch sehr gut, waren eine Zeit lang im gleichen Management. Auch auf Events und so haben wir voll gerne miteinander gechillt, weil Laura Sophie ist, finde ich, auch so eine ruhige Persönlichkeit, so eine ruhige, ehrliche Persönlichkeit und ich mag das total. Laura Sophie ist auch eine total aktive Influencerin immer noch, obwohl sie schon so lange dabei ist. Sie ist wirklich extrem lange schon hier auf Social Media am Start. Sie hat 831.000 Follower auf Insta, das ist echt heftig. Ihr Feed ist immer schniekepieke. Ich weiß nicht, wie sie das schafft, weil ich finde das so schwierig. Ich habe noch nie ein Feed gehabt und ich glaube, ich werde es auch nie in meinem Leben haben. Sie ist einfach so eine Vorbilds-Top-Influencerin. Also wirklich toller Mensch, sehr, sehr toller Mensch. Lohnt sich es richtig zu folgen, wirklich. Kleine Empfehlung. Dann eine andere Person, wo ich komplett ausgetickt bin innerlich, aber mein Video natürlich so gelassen war, die auch ein Musical.ly unter meinem Hashtag Nickinator damals hochgeladen hat und somit auch in mein Video gekommen ist, weil bei solchen Personen habe ich direkt die Ohren gespitzt und habe mich total gefreut. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Und zwar war das Leni Marie. Wer sie nicht kennt, das ist die kleine Schwester von Dagi B, aber ich mag es eigentlich nicht, sie somit zu verbinden, weil sie ist eine eigenständige Person, wisst ihr, wie ich meine? Und sie hat auch ein TikTok, ein Musical.ly-Reaction zu mir verfasst und ich war damals so, oh mein Gott, die kleine Schwester von Dagi B. Ist das so, wie ich halt mit 15 war, ne? Total gefreut. Bis dato gab es 288.148 Musical.ly's unter meinem Hashtag. Also es war wirklich krass, was wir damals damit erreicht haben. Das Video mit Leni hatte 583.000 Aufrufe, 25.000 Likes und die Kommentare wurden wieder deaktiviert. Ich hätte auch gerne gesehen, was Leute da so in die Kommentare schreiben. Leni Marie, muss ich nicht viel sagen, 1,4 Millionen Follower, kranke Influencerin, postet auch so richtig chillig ihren Lifestyle. Ich glaube, sie ist auch nicht so eine, die so... Sie postet auch so... chillig mal, auf was sie Bock hat, so halt, weil sie Bock hat und nicht so richtig, ich bin Influencerin, ich poste mein Essen, ich poste mein Mittagessen, ich poste mein Abendessen. Sie ist eher so, sie ist halt so, wie sie ist. Finde ich, wie gesagt, sehr cool. Genauso wie bei Robert. Weiter geht's mit Tom Wble. Ja, er hat auf Insta 83.300 Follower und ist auch, ja, geht gerade nicht mehr so aktiv. Im Januar das letzte Mal gepostet. Aber trotzdem sehr cool. Er hat auch nicht so viele Beiträge. Ja, okay. Keine Ahnung. Ganz kurz, was ich noch absolut anmerken möchte, weil ich gerade euch hier so die Zahlen vorlese, was hier passiert ist. Ich bin darauf null fixiert. Ich möchte von niemandem von denen jetzt irgendwie lutschen, weil die höher sind wie ich oder sonstiges. Es juckt mich einen absoluten Scheiß. Ich habe derzeit auch mit keinen Leuten von dort Kontakt. Es ist einfach nur, ich fand es krass. Im Nachhinein haben mir ganz viele gesagt, hast du gesehen? Und plötzlich habe ich die Leute auch auf Events gesehen und habe gedacht, hey, lol, die kenne ich doch. Deswegen dachte ich, mache ich mal so ein Video, dass ihr auch seht, was aus den Leuten aus meinen Musical.ly-Videos geworden ist. Und eine nächste Person, mit der ihr mich geschippt hat, und zwar Adrian Adjeli. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und zwar war er im Hashtag 16 Nickinator Boys. Sein Video hatte 1,1 Millionen Aufrufe. What the fuck? Das habe ich nicht gesehen. Ich glaube, er war damals nicht so krass bekannt. Ich weiß es nicht mehr. Also zumindest nicht so wie Laura Sophie und so. Aber ich habe danach mitbekommen, er wurde mir immer auf YouTube angezeigt. Ich glaube, er hat eine richtige YouTube-Karriere danach gestartet. Aber ich google ihn trotzdem mal auf Insta. 680.000 Follower. Huh, ja, schon lange nichts mehr tatsächlich von ihm gehört. Er ist 17 mittlerweile. Nee, da geht nichts mehr. Da geht nichts mehr, Leute. Ups. Und noch eine Person, die ihr kennen müsst. Wieder ein Mädchen, und zwar Romy. Ihr Video hatte 840.000 Aufrufe, fast 30.000 Likes. Und ich glaube, der Top-Kommentar ist... Ah, fast Top-Kommentar, da wird mir nur gerade angezeigt, wie Romy jetzt einfach Influencerin ist. Und tatsächlich habe ich sie auch auf einem Event gesehen gehabt, habe aber tatsächlich in dem Moment mit ihrem Gesicht nicht viel anfangen können. Erst im Nachhinein ist es mir wieder aufgefallen. Und wir hatten noch nie ein Wort miteinander geredet, obwohl wir uns diverse Male so gesehen haben, aber irgendwie hat uns nichts zusammengeführt. Romy, wenn du das siehst, ich weiß, dass du gut mit Nicole bist, der Freundin von mir.
Ich habe nach dem Video, wo ich das hochgeladen hatte, wo du auf dem Thumbnail wärst, habe ich das erste Mal in meinem Leben geschaut, ob die Leute, die ich auf mein Thumbnail packe, ob die mir eigentlich folgen, ob die überhaupt mich mögen oder ob die einfach nur in die Videos wollen, weil die Videos halt so beliebt sind. Ich habe geschaut, sie hat mir nicht mal gefolgt. Du hast mir nicht gefolgt. Und das hat mein Herz zerbrochen. Es hat wirklich mein Herz zerbrochen, aber ist okay. Seide verziehen. Ich verstehe es mittlerweile. Ich hätte es auch nicht gemacht. Ja, sie ist auch eine Top-Influencerin geworden mit 225.000 Followern. Postet, glaube ich, Daily Pictures. Richtig schöne Tumblr, Blogger, Pictures. Sehr, sehr cool. Feier ich. Finde ich richtig cool. So ein bisschen girly-like. Damals war sie 13 und damals war das so, oh mein Gott, wie kann eine 13-Jährige so hübsch sein? Guckt euch mal jetzt ihr Profil an. Goodbye! And last but not least, ich wusste nicht, ich dachte, er wäre auf dem Thumbnail gewesen, aber ich habe sein Video, sein Music Reaction Video nicht gefunden, wo ich auf ihn reagiert habe. Und zwar Batu. Und auf Daily Pile Dreh haben wir uns getroffen und ich war so, kenne ich dich? Und irgendwie, er kam mir so bekannt vor und ich glaube, er hat dann mich drauf angesprochen, dass er mal in einem Video von mir war und er war die erste Person, soweit ich weiß, oder vielleicht auch Eve, ich bin mir nicht ganz sicher, aber bei ihm fällt es mir gerade ein, weil das war halt erst letztes Jahr und Eve habe ich, glaube ich, seit 2 oder 3 Jahren nicht mehr gesehen. Er kam zu mir und hat gesagt, dass er in meinen Music Reaction Videos war und hat gesagt, ich bin dir so dankbar, das hat damals bei mir alles so ein bisschen ins Rollen gebracht und so und das fand ich so lieb von ihm, wirklich ein so sympathisches Kerlchen. Ich kann nicht reden. Feier ich total. Er macht richtig coole Comedy-Videos immer noch. Schaut es euch gerne an. Er hat mittlerweile auf Insta 23.100 Follower und wie ich hier in seiner Biografie lesen kann, über 1 Million Follower auf TikTok. Das schaffe ich nicht, wenn meine Abonnenten gehen auf TikTok nur noch nach unten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Euch hat es inspiriert oder es hat euch schockiert, was aus den ganzen Leuten geworden ist. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, falls ich irgendjemanden vergessen habe, der noch irgendwie durch die Decke gekommen ist. Und jetzt irgendwie so eine Art Influencer geworden ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video und bis dahin, tschüss und einen wunderschönen Tag euch allen.